Oberösterreichs Landeshauptmann, Stellvertreter und FPÖ-Landeschef Manfred Heimbuchner strebt nach der Nationalratswahl eine Koalition mit der ÖVP an. Jedoch nur unter der Bedingung, dass ein FPÖ-Mitglied das Kanzleramt übernimmt. Heimbuchner betont, dass Herbert Kickl als Kanzlerkandidat der FPÖ gesetzt ist. Er schließt eine Regierungsbeteiligung als Juniorpartner kategorisch aus. Auch in der bevorstehenden Linzer Bürgermeisterwahl setzt Heimbuchner auf Erfolg für die FPÖ. Er rechnet damit, dass Stadtrat Michael Ramel in der Stichwahl ist. Heimbuchner selbst plant, bei der Landtagswahl 2027 in Oberösterreich erneut zu kandidieren. Heimbuchner kritisiert die aktuelle Ausgabenpolitik der Bundesregierung und fordert Einsparungen, insbesondere in Bereichen wie Klimaschutz und Asylwesen. Er lehnt neue Steuern ab und plädiert für steuerliche Entlastung, um die Wirtschaft anzukurbeln. Heimbuchner verweist auf die finanzielle Stabilität in Oberösterreich, wo die FPÖ in der Koalition mit der ÖVP an der Regierung beteiligt ist. Inhaltliche Schnittmengen mit der ÖVP sieht Heimbuchner als Basis für eine mögliche Koalition auf Bundesebene. Er betont, dass die FPÖ weiter hart arbeiten müsse, um als stärkste Kraft aus der Wahl hervorzugehen. Seinen Verzicht auf einen Ministerposten bekräftigt Heimbuchner erneut, da er sich auf seine Rolle in der oberösterreichischen Landespolitik konzentrieren will.